Erdmann. Ich bin seit vielen Jahren Dozent hier am Hause in allen Abteilungen. Seit, um genau zu sein, 1989. Und wir haben hier ein Instrument stehen in diesem Saal, um das wir sehr froh sein können, weil wenn wir die anderen Akademien etwa in Hessen anschauen, die müssen ausweichen in Kirchen am Ort. Wir sind also hier durch dieses Instrument sehr günstig dran. Es ist ein Instrument von Karl Schucke aus Berlin mit 40 Registern. Wir haben das zu verdanken dem ehemaligen Leiter des Hauses, Herrn Stähle, der selbst Organist war und darauf sehr großen Wert gelegt hat. Zusammen mit meinem Vorgänger, Herrn Burba, hat er das Instrument mit den Orgelbauern konzipiert. Und als ich 1989 ans Haus kam, war es gerade frisch fertig. Jetzt ist es ja umgezogen, schon 2004, als wir von Philanthropien in diese Räumlichkeiten gezogen sind, wurde diese Orgel ein bisschen anders räumlich aufgestellt. Sie bekam ein Podest untergebaut und konnte sich hier im Raum aber auch besser entfalten. Wenn wir mal schauen auf das Instrument selbst, ich mache mal etwas Platz. Wir haben hier drei Klaviaturen, bei der Orgel sprechen wir von Manualen. Und eine vierte Klaviatur, das Pedal von Pes, Fuß, also für die Füße gedacht, wie das bei der Orgel üblich ist. Die Orgel ist ein sehr interessantes und sehr altes Instrument schon, sehr vielfältig. Wir haben unzählige Erscheinungsformen von Instrumenten und Stilen in der Orgelmusik. Und es geht sehr, sehr weit zurück. Wir haben erste Quellen von etwa dem römischen Schriftsteller Vitruv, der uns einen gewissen Ctesibios aus Alexandria nennt im Jahr 283 vor Christus. Und der gilt als der Erfinder der Orgel und seine Frau Thais war wohl die erste Organistin. Sie hat angeblich gespielt, um Feuerwehrleute bei Laune zu halten. Die ersten Orgeln darf man sich noch nicht vorstellen wie solche Instrumente. Sie waren wesentlich kleiner. Sie hatten circa 8 Register. Ein Register sind Pfeifen gleicher Klang- und Bauart, die also über die Klaviatur hinweg darstellbar sind. Wir haben hier, wenn Sie diese Schleifen sehen, die kann man rausziehen, dann ist das Register eingeschaltet. Wenn ich es nach innen drücke, ist es wieder weg. Da gibt es ganz verschiedene Systeme. Und diese Orgel von Ctesibios hatte also bis zu 8 Registern und war eine sogenannte Wasserorgel. Sie stand in einem Wasserbehälter und die Luft wurde dort von 2 Seiten reingepumpt und das Wasser diente dazu, den Druckausgleich herzustellen. Das war für die Windversorgung sehr günstig, weil der Wind viel regelmäßiger fließen konnte als mit den späteren Keilbälgen. Da hatte man oft bei den kleineren Instrumenten ein bisschen Probleme mit dem regelmäßigen Wind. Ja, die Orgel in vorchristlicher Zeit ist überliefert, dass wir zum Beispiel in Griechenland Wettspiele zwischen den Hydraulen hatten, also das waren diese Wasserorgeln, die nannten sich so. Und in römischer Zeit war sie ein bisschen so eine Art Statussymbol. Wir haben noch alte Zeugnisse davon, etwa auf Münzen, auf Reliefs oder in Mosaiken, wo diese Instrumente zu sehen sind. In der Zeit der Völkerwanderung dann verlieren sich allmählich die Spuren, aber in Byzanz hat sich die Orgel erhalten und auf diese Art kam sie auch in den Westen. Der Frankenkönig beispielsweise erhielt von dem byzantinischen Kaiser, Konstantin V. war das, im Jahr 757 eine solche Orgel geschenkt.
Das wird von den Chronisten der Zeit als das wichtigste Ereignis dieses Jahres beschrieben. Dann hat zum Beispiel Karl der Große im Jahr 812 ein Instrument erhalten. Also das waren schon interessante Geschenke und die Orgel hat sich eben nicht nur von Byzanz in den Westen entwickelt, sondern sie war auch im arabischen Raum vertreten. Wir haben hier das ein oder andere Zeugnis, ein gewisser Isaak von Antiochien etwa schreibt im 5. Jahrhundert nach Christus, er könne des Nachts nicht schlafen wegen dem Lärm der Hydraulen in den Straßen der Stadt. Also wir sehen, die Orgel war keineswegs von Anfang an ein Instrument, was in erster Linie in Kirchen zu finden ist, sondern sie war eigentlich ein weltlich Ding in erster Linie. Durch diese Geschenke, etwa an Kaiser Karl, wurde sie bekannt in Klöstern und fand dann recht bald den Einzug in Kirchen. Mönche haben diese Instrumente zum Teil nachgebaut bzw. langsam Erfahrungen gemacht der Verbesserung. Und so hat sich mit der Zeit, so ab dem 13. Jahrhundert kann man sagen, die Orgel in den Kirchen etabliert. Und geriet dann in eine Phase der Erweiterung. Man hat sie immer größer gebaut, schon in der Renaissance. Und im Barock kommt dann der große Registerreichtum zustande, den wir zumindest bei größeren Instrumenten bis heute finden. Wir haben diverse Pfeifensorten. Man kann vielleicht zwei Grundsorten unterscheiden. Zunächst die sogenannten Lippen- oder Labialpfeifen, solche wie wir sie hier sehen im Prospekt, also in der Ansicht der Orgel. Im Inneren finden sich dann auch Zungenpfeifen oder lingualen Pfeifen, die schon klanglich dann sehr unterschiedlich sind. Wenn ich jetzt hier eine Labialpfeife klingen lasse, ist was ganz anderes als etwa eine Zungenpfeife, eine Trompete in diesem Fall. So kann man sehr schnell hören, dass diese Pfeifen sich sehr deutlich unterscheiden. Die Labialpfeifen sind so aufgebaut, dass ein Pfeifenfuß, wie wir hier sehen, vorhanden ist und ein Pfeifenkörper. Und da drin ist von einer Spalte getrennt ein Kern. Und wenn die Luft einströmt, kommt sie zu dieser Spalte heraus und bläst auf das sogenannte Oberlabium. Das wäre also hier dieser Teil mit der Öffnung und nach oben hin und kommt in eine Verwirbelung und der Wind im Pfeifenkörper beginnt zu schwingen dadurch. Das heißt, die Länge der Pfeife ist in diesem Fall zuständig für die Tonhöhe. Bei der Zungenpfeife ist das ein bisschen anders. Da haben wir eine Zunge, die aufliegt auf einem Plättchen oder auch frei schwingen kann. Und diese Zunge wird die Tonhöhe erreichen, je nachdem, wie lang das freischwingende Teil ausfällt. Sie steckt auch in einem sogenannten Pfeifenfuß. Und der Pfeifenkörper sorgt dann eher für die Klangfarbe als für die Tonhöhe. Das ist mal vereinfacht dargestellt, zwei Grundprinzipien von Pfeifen. Diese unterscheiden sich dann nochmal in diverse Untergruppen, zum Beispiel bei den Labialpfeifen haben wir die Weitrohrregister, das wären die Flöten und Gedeckten. Weitrohr deshalb, weil die Mensur, also das Maß, der Durchmesser der Pfeife relativ weit angelegt ist. Dann gibt es die mittleren Mensuren, das wären die Prinzipalstimmen, einen hatten wir gerade schon gehört, die Prinzipal, also Prinzeps, Führer, eine führende Stimme in der Orgel. Und es gibt die Pfeifen mit sehr engen Mensuren, das würde dann den sogenannten Streicherstimmen entsprechen. Wir haben hier nur eine solche drin,
eine Gambe. Bei den Zungen haben wir Differenzierungen zwischen langbechrigen und kurzbechrigen Zungen. Diese Orgel hier hat ausschließlich langbechrige Zungen. Die kurzbechrigen Zungen waren vor allen Dingen in der Renaissancezeit verbreitet, aber auch noch im Barock. Und das wären dann Register wie Regal, Rankett oder Bärpfeife etwa, gelegentlich auch Vox Humana, menschliche Stimme würde man das übersetzen. Und der Reichtum an Registern, der kam eben vor allen Dingen in der Barockzeit dann zustande. Und jede Zeit hat ihre Instrumente ein Stück weit in der Orgel wiedergefunden. Also etwa ein Regal war ja auch so ein Instrument, ein Krummhorn beispielsweise in der Renaissance, ein Gemshorn, solche Instrumente fanden sich dann in den Orgelregistern wieder. In der Romantik dann versucht die Orgel natürlich das Orchester als Symphonieorchester nachzustellen, mehr oder weniger. Und es kommen zusätzliche Spielhilfen hinzu. Man konnte dann etwa durch Jalousien vor einzelnen Werken, Schnellwerk genannt, den Klang stärker oder schwächer werden lassen. Wir haben hier im dritten Manual auch ein solches Werk. Mal anklingen lassen, zum Beispiel, wenn ich das mal geschlossen halte. Auf drei Manualen und Pedal. Und die Orgel hat natürlich durch die Mehrmanualigkeit gute Möglichkeiten, die Manuale auch, sagen wir mal, Stimmen ineinander spielen zu lassen, was am Klavier schwierig wäre, wenn man sich dann mit zwei Händen im Wege steht. Bei der Orgel steht man sich dann nicht im Wege, es ist Platz durch die Mehrmanualigkeit. Und man hat das sehr gerne genutzt, etwa mit Trios, also dass man Dinge für zwei Manuale und Pedal konzipiert hat. Hier kann man besonders frei spielen. Man muss nicht so achten, dass die Stimmen etwa in einer Hand zusammengefasst werden und eine andere Hand hat dann eine dritte Stimme oder es wird hin und her gereicht, sondern die Stimmen können auch mit etwas mehr ausgreifenden Harmonien arbeiten. Einer der wichtigsten Orgelkomponisten ist zweifelsohne in der Barockzeit Johann Sebastian Bach, wahrscheinlich sogar der wichtigste. Und ich spiele gerade mal ein solches Trio an, dann hören und sehen wir, wie das aussehen kann. Zwei Manuale und Pedal. Thank you.
Wiederholungen andere Registerkombinationen verwendet, einfach um das farblich mal ein bisschen zu differenzieren. Man wird das im Konzert heute nicht unbedingt so machen, aber das ist durchaus eine Option, wenn man mehrere Manuale hat, das so darzustellen. Ja, was braucht eine Orgel? Sie braucht Windladen vor allen Dingen, damit genügend Wind da ist. Sie braucht das Pfeifenwerk und sie braucht ein Regierwerk, also dass man Möglichkeit hat, das alles anzuspielen, dass die Ventile entsprechend geöffnet werden. Das ist eigentlich ein umfängliches System, das sich im Lauf der Geschichte auch in ganz verschiedene Richtungen entwickelt hat. Diese Traktur, wie man auch sagt, für das Spielwerk, die kann mechanisch sein, wie hier der Fall, voll mechanisch. Die kann elektrisch sein, also dass die Übertragung zur Ventilöffnung auf elektrischen Wege passiert, trotzdem Pfeifenwerk, also nicht zu verwechseln mit irgendwelchen elektronischen Instrumenten. Und sie kann, wie ab dem späten 19. Jahrhundert gerne gemacht, pneumatisch sein. Da wird also Luft selbst eingesetzt, um Ventile zu öffnen, kleine Bälge. Oder eben eine Kombination aus Elektrik und Pneumatik. Das sind die Möglichkeiten. Und bei den ganz neuen Instrumenten sind Entwicklungen im Gange, die sehr interessant sind, dass man also auch den Tastendruck ganz sensibel verändern kann, mit vielen Möglichkeiten die Ansprache der Pfeife zu modifizieren. Ein Stück weit können wir das bei der mechanischen Orgel schon so, je nachdem, wie ich vor allen Dingen aus der Taste rausgehe. Das ist bei der Orgel wichtiger als beim Klavier, weil beim Klavier viel stärker der Anschlag eine Rolle spielt. Wird der Ton entsprechend gestaltet, dass ich also das Gefühl habe, er ist ein bisschen länger, er ist kürzer, er ist anspringend oder er ist sehr weich übergebunden. Die verschiedensten Möglichkeiten stehen da und bei neueren Orgeln wird gerne auch eine Winddrossel etwa eingebaut, dass man den Wind reduzieren kann. Das kann ich hier ein Stück weit auch mit der Mechanik. Beispielsweise, wenn ich hier eine Flöte habe, also das ist ein Effekt, der für neue Musik gerne verwendet wird und wenn ich es wirklich systematisch einsetze, dann brauche ich natürlich ein Pedal mit dem Fuß, was mir den Wind drosselt und muss es dann nicht mit einzelnen Registern machen. Aber so fing das Ganze bereits in den 60er Jahren an, dass man das genutzt hat, diese Möglichkeit an der mechanischen Orgel. Ja, jetzt um noch ein bisschen die Orgel in verschiedenen Farben und bis zum vollen Werk hin darzustellen, nehme ich ein Werk von Marcel Dupré, das nennt sich Variations sur un Noël, also Variationen über ein Weihnachtslied, aber es ist für uns Deutsche hier kein Weihnachtslied, es kommt als anderes Lied im evangelischen Gesangbuch vor. Für die Franzosen ist es vielleicht ein Noël, aber insofern, weil wir es so nicht assoziieren, ist es auch das ganze Jahr spielbar als Variationenreihe. Marcel Dupré war ein sehr fruchtbarer Komponist, lebte von 1886 bis 1971, hatte also letztes Jahr ein 50-jähriges Jubiläum und war einer der wichtigsten Lehrer der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und darüber hinaus. Und es sind eigentlich fast alle großen Organisten dieser Zeit durch seine Hände gegangen, das kann man so sagen. Wir hier im Haus haben ja auch eine Studienabteilung, die eben auch ein Orgelstudium ermöglicht. Ansonsten natürlich auch das Pre-College, was auf ein Hochschulstudium vorbereitet, und die Abteilung für Nachwuchs- und Erwachsenenbildung. Für all diese drei Abteilungen bin ich im Bereich Orgel zuständig. Jetzt greife ich zu Marcel Dupré
Ich hole mir gerade mal die Partitur. So, ich habe hier an dem Instrument Speichermöglichkeiten verschiedenster Art und das ist heute bei größeren Orgeln unerlässlich, dass ich also Registrierungen vorbereiten kann und auf die Schnelle abrufen. Das muss ich jetzt hier auch so machen. Ich gehe jetzt zunächst in eine Setzerbank, wie wir das nennen, in der ich bestimmte Kombinationen, die ich für dieses Stück benötige, vorbereitet habe. Ja, und dann wollen wir mal hören, das Thema ist sehr eingängig, wird zunächst mit einem Streicherregister der Gambe vorgestellt und erfährt dann die unterschiedlichsten Variationen, sei es mit Trompete als Solo, sei es mit den Flöten, mit Mixturen, das sind also gemischte Stimmen an der Orgel, mit Kanons, ganz unterschiedliche Formen bis hin zu einer Schlussfuge mit Toccata. Thank you.
soweit die Vorstellung des Instrumentes, was wir hier im Dr. Hus Konservatorium haben. Vielen Dank.